Warum haben IP-Adressen eigentlich so ein komisches Format? Nehmen wir mal an 192.168.0.1. 0.1. Ja, das ist die Adresse, sozusagen die Homebase des Computers. Nur dieses Format ist echt schräg. Und aufgebaut ist es in vier Okteten. Und ein Oktet besteht aus 8 Bit, ja, 8 Oktet. Und das heißt, wir haben im Endeffekt Werte zwischen 0 und 255. 2 hoch 8 ergibt ja 256 und indem wir bei 0 anfangen zu zählen, haben wir Werte von 0 bis 255. Wir haben hier bei einer IP-Adresse 4 Stück dieser Oktette, also in Summe 32 Bit und 32 Bit ergibt theoretisch 4,3 Milliarden Adressen. Gut, aber zurück zum Format. Wenn wir uns das ansehen, können wir eigentlich diese Zahl auch umrechnen auf einen numerischen Wert, also die Zahl, die wirklich dahinter steht. Und dazu nehmen wir die 192 und rechnen die mal 256, weil wir ja 256 Möglichkeiten haben bei einem Oktett. Und das hoch 3, weil es sozusagen die vierte Stelle ist. Ist im Binär, im Dezimalsystem nicht anders. Die 10er Stelle ist der Wert, der steht, mal 10 hoch 1. Die 1er Stelle ist mal 10 hoch 0, weil wir ein 10er System haben. Hier hätten wir ein System, das 256 groß ist. Also jede Stelle hat 256 Möglichkeiten, die wir angeben. So, also 192 mal 256 hoch 3, zweite Stelle 168 mal 256 plus hoch 2, dann 0 mal 256 hoch 1, also mal 256 und die letzte Stelle mal 256 hoch 0, also einfach die letzte Stelle übernommen. Wenn wir diese Werte jetzt dann ausrechnen und addieren, kommen wir auf die Adresse mit der Zahl 32 Millionen, 3,2 Milliarden sozusagen, also 3 Milliarden 232 Millionen 235.521. Ja, und diese Zahl, das ist jetzt wirklich der numerische Wert, der diese Adresse entspricht, ist halt auch nicht einfacher zu merken. Da ist 192, 168, 01 irgendwie einfacher. Daher ist diese Darstellung mit den Okteten gar keine so schlechte Idee. Wir können es aber auch anders rechnen, und zwar im Binärsystem. Wenn wir diese Zahlen jetzt umrechnen auf Binärstellen, dann wäre 192 zweimal die 1 und 6 Nullen. Ja, 8 Stellen haben wir in Summe. 168 wäre dann das, die entsprechende Binärzahl. 0 natürlich 0 und 1 entsprechend 8 Stellen mit lauter Nullen und einer 1. Und wenn wir diese jetzt in der richtigen Reihenfolge aneinander schreiben, dann wäre das die Binärzahl, die wir sozusagen haben. Und ja, das ergibt eben genau diese 3 Milliarden 232 Millionen 235.521. Ja, und wie gesagt, da dieses Format wirklich nicht einfach zu merken ist oder diese Zahl, gibt es dieses unter Anführungszeichen vereinfachte Format, bei dem wir halt komische Zahlen haben, aber irgendwie leichter zu merken sind.